Mensch, hallo, herzlich willkommen zu Nobbys Kochstunde und wir kochen uns heute lecker Panna Cotta mit Amaretto-Likör. Dazu nehmen wir Sahne und geben sie in einen Kochtopf. Wie ihr bereits feststellen könnt, nehme ich dazu immer laktosefreie. Weiter folgen dann noch laktosefreie Milch und Puderzucker. Und danach kommt das Besondere an diesem Panna Cotta, nämlich der Amaretto. Da nehmen wir entweder etwas Amaretto oder wir nehmen ganz viel Amaretto, je nachdem wie viel Geschmack ihr in dem Panna Cotta haben möchtet. Während wir das Ganze jetzt erhitzen lassen, wenden wir uns der Gelatine zu. Dazu geben wir jetzt ein bisschen Wasser in eine Tasse und schütten dort das Gelatinepulver hinein. Das Gelatinepulver nimmt dann das Wasser auf und quellt dann ein bisschen vor sich hin. So, nach dem Aufkochen der Sahne nehmen wir den Topf vom Herd und geben dann die Gelatine hinzu und lassen die Gelatine in der Sahne auflösen. Ja, danach können wir schon das Ganze in Tassen abfüllen. Wichtig dabei ist, dass wir dann die Tassen abkühlen lassen. Ich sag mal mindestens 5 Stunden. Entweder jetzt draußen im Winter auf dem Balkon oder im Kühlschrank. Und dann kommt natürlich der Moment, diese besondere Panna Cotta zu probieren mit dem Amaretto-Beigeschmack. Und das ist einer meiner liebsten Panna Cotta-Arten, die ich eigentlich esse. Ja, aber wie ihr seht, ich bin am Probieren und somit sind wir wieder am Ende angekommen von Nobbys Kochstunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.